Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie Daten wiederherstellen, nachdem Sie Partitionen auf einer Festplatte, einer Speicherkarte oder einem USB-Stick gelöscht oder neu erstellt haben. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Benutzerdaten können durch Löschen oder Erstellen neuer Partitionen infolge einer Änderung des Dateisystems, einer Festplatte, einer Speicherkarte oder eines USB-Sticks verloren gehen. Bei der Arbeit mit Partitionen wird häufig das falsche Laufwerk ausgewählt oder aufgrund eines Programmfehlers. Bei der Arbeit mit Partitionen werden die Daten des gesamten Laufwerks gelöscht. Mal sehen, wie Sie in einer solchen Situation Daten zurückgeben können. Nach einem Dateisystemfehler oder einem unvollständigen Vorgang zum Erstellen, Löschen oder Formatieren einer Partition ist das Speichermedium im Explorer nicht mehr verfügbar. Wenn Sie versuchen, auf den Datenträger zuzugreifen, zeigt Windows eine Meldung an, dass das Dateisystem nicht definiert ist und bietet an, das Gerät zu formatieren. Möglicherweise ist der Datenträger im Explorer überhaupt nicht sichtbar oder seine Größe ist falsch bestimmt. Beeilen Sie sich nicht, das Gerät zu formatieren, sondern stellen Sie zunächst die Daten wieder her. Nach der Datenwiederherstellung können Sie zur Rückgabe des Geräts zurückkehren. Laden Sie das Hetman Partition Recovery Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Schauen wir uns also genau an, wie Sie Dateien wiederherstellen, nachdem Sie mit dem Programm Hetman Partition Recovery neue Partitionen gelöscht oder erstellt haben. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, die zum Verlust wichtiger Dateien führen können. Es gibt eine Festplatte, auf der in einem Abschnitt Dateien gespeichert sind. Löschen Sie den Abschnitt. Wie wir sehen, wurde ein nicht zugewiesener Bereich angezeigt. Auf alle Dateien, die sich auf dieser Festplatte befanden, gingen verloren. Die Partition selbst wird im Explorer nicht mehr angezeigt. Also, wie stellt man diese Dateien mit dem Programm Hetman Partition Recovery wieder her? Erstens, führen Sie das Programm aus. Zweitens, wir finden in der Liste der physischen Festplatten die für die Wiederherstellung erforderliche Festplatte und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Drittens, wählen Sie im Bereich vollständige Analyse im Fenster A der Analyse die erforderlichen Optionen aus. In meinem Fall hinterlasse ich nur ein Häkchen gegenüber tiefe Analyse und NTFS, da der Abschnitt, den ich gelöscht habe, genau das war. Weiter. Viertens. Wir warten, bis der Analyseprozess abgeschlossen ist. Dies kann einige Zeit dauern. Fünftens. Fertig. Der Analyseprozess ist abgeschlossen. Sechstens. Wählen Sie die für die Wiederherstellung erforderlichen Dateien und Ordner aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Siebtens. Hier wählen Sie auf Festplatte speichern und geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien wiederhergestellt werden. Klicken Sie auf Wiederherstellen, dies kann einige Zeit dauern. Fertig. Wie Sie gesehen haben, hat das Programm dies schnell und einfach erledigt und dank der intuitiven Benutzeroberfläche des Programms
und des praktischen Wiederherstellungsassistenten war ich mit einem Minimum an Aufwand beschäftigt. Das war alles für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie den Kanal und wie immer Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.